Scheren musst du dann Xbox-Freunde mit denen sein und die dann halt auswählen. So, der Server ist da. Ihr könnt jetzt beitreten. Ich save mir direkt mal meinen Charakter hier. Schnucki ist auch schon da. Krass, wie easy das geht. Kali ist dem Spiel beigetreten. Arafiris ist dem Spiel beigetreten. Ja, und Adion müssen wir jetzt noch ein bisschen Zeit überbrücken. Ich glaube, der downloadet immer noch. Und da ist auch schon fertig und ist beigetreten. Weiblich oder männlich, Adion? Ich würde gerne meinen Pete haben. Also im echten Leben ist er ja weiblich. Mir ist es egal, was ich bin. Ich nehme immer meinen Pete, okay? Ich nehme immer meinen Max. Max, Max so smart. Na gut, dann. Ich würde sagen, wir joinen rein, Leute. Geil. Der Schwierigkeitsgrad machen wir Mitte. Man muss dazu sagen, je mehr Leute drin sind oder je mehr Leute gegen ein Monster kämpfen und so, mehr HP hat das Monster. Und ich glaube, da ist Mittel sehr angebracht. Es wird nicht leicht. Schon so ein bisschen, ne? Gartenweltname. Set Reunion. Geht bestimmt nicht, wegen meiner... Ah, doch. Geil. Ich freue mich. Ich freue mich extrem. Ich habe da jetzt so lange drauf gewartet. Und Ara, keine Sorge. Hier ist, glaube ich, mittlerweile so viel neu. Wir kennen auch... Ich glaube... Wir kennen auch nicht alles. Das Upgrade-System wurde auch komplett neu gemacht. Ich glaube, vieles kennen wir gar nicht mehr. Auch das, was wir kannten, ist weg. Nee, aber die Basics werden ja, euch klar. Sicher bekannt vorkommen am Anfang und werden euch viel helfen. Aber natürlich. Das sowieso. Halte ich für ein Gerücht. Das halte ich auch für ein Gerücht. Niemals. Ich sehe es kommen. So der Adirion nach 5 Minuten mit Rüstung und Bewaffnung. Kids, are you ready for a new wild and wacky Puncho fruit flavor? Introducing Apricot. It's a punch to the gut. So stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hog hot dog before you jet away. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news. In the business So, und da sind wir auch schon in der Spielwelt drinne und hä? What? Neuer Anfang. Damn. Na, wobei, ne. Where am I? Ach, wurden wir hierher gebracht? Roots? Nah. So, der Koffer ist runtergefallen mit dem Fallschirm. Ja. Ich dachte immer, wir sind die Kinder von dem Haus. Wait. What are y'all doing here? Keine Ahnung, man. Früher stand man einfach hier. Ja, was machst denn du hier? Was machst denn du hier? Was macht ihr alle hier? Also beim Aufstehen hatte ich mein Gesicht in Adirions Hintern, also... Ja, zu Recht.
Ja, das ist der Nachteil, wenn man so anfängt mit der Kombo. Es tut mir jetzt voll leid für dich. Wie war's denn? Weiß auch nicht. Schnucki steht da, als würde sie sofort lossprinten. Ein Doppelbrett. Ja, ich stelle gerade meine Mausempfindlichkeit ein. Achso. Das ist mir gerade ein bisschen zu schnell. Aderion, guck mich nochmal an. Okay, das ist zu langsam. Ist das ein Fehler oder? Es sieht, wenn man in die Gläser reinguckt, sieht es so aus, als er zwei Brillen hintereinander tragen würde. Nein, das ist meine Doppeltbrille, damit ich in die Ferne und in die Nahe sehen kann. Das ist einfach ein Freak-Nerd. Ekelhaft. Okay. Ich trage zwei Brillen, einfach damit ich nerdig wirke. Ja, so im Endeffekt. Eine ist ja mittlerweile cool. Auf M haben wir eine... Ui, lol, sieht ja ganz anders aus. Auf M haben wir eine ganz komisch aussehende Karte jetzt. 8-Bit, ey. Oha, 8-Bit-Karte. Wir haben eine riesige Welt. Wir müssen hier in erster Linie überleben und es gibt halt so Story-Snippets. Kann es sein, dass die obere Ecke jetzt auch freigeschaltet ist? Die obere Ecke oben links oder oben rechts? Oben rechts. Die gab's vorher nie. Achso, der... Ja, kann sein. Ja, doch, ja, ja. Ja, eigentlich müsste jetzt alles verfügbar sein. Oha. Moment, da muss ich direkt mal was nachgucken. Das Haus? Signal detected. Nee, da ist nichts. Was? Signal detected? Man hat mit mir geredet. Ich hab einen Stein. Ja, im Endeffekt hier ein bisschen Stuff vom Boden aufsammeln, Steine sammeln. Ganz wichtig, Nahrung. Guck mal, hier sind zum Beispiel Pilze. Die können wir uns jetzt schon mal snacken. Ich denke mal, ihr könnt auch ein paar nehmen. Ach, really? Those mites are so annoying. Mecker nicht rum. Schnucki ist ja am Rummeckern. Das war Ara. Hä? Das war doch. Was habe ich gemacht? Nee, hier das steht war Aras Charakter. Ach so. Kam aber von Schnucki. Nein. Du hast rumgemeckert. Nein. Schnucki meckert nicht. Genau. Nur Ara. Nur Ara. Oh, es gibt eine Third Person. Was gibt's? Eine Third Person? Ja, die gab's schon immer. Und irgendwann hat einen Kameramodus. Third Person? Und wie sagt man die denn? Die gab's schon immer. Echt, ja. Ja. Die hab ich noch nie gesehen oder nie benutzt. Eieieiei. Ey, das ist nichts Neues. Ja, dann haben wir hier solche komischen Forschungsdinger. Da gibt's eigentlich immer irgendwelche Armbänder. Oh, Essen. Ja, es gibt Daten. Es gibt Daten? Geh mal in dein Inventar und geh mal auf Daten. Konnte sie nicht liegen lassen. Da müsste eine Akte jetzt sein. Ich analysiere mal mein Inventar. Alles klar. Hör mal auf, mit den Annalen von anderen zu spielen. Warte mal, Daten? Da, ne? Akte. Space Daten und Sicherheitstest. Akte. Kategorie. Die kannst du lesen, falls du willst. Space Spec Air Sicherheitstest. 8.8.89 um 13.54 Uhr. Mhm. Tully Garden. Überwachender Wissenschaftler. Ah, da, Dr. Wendell Tully. Das war der Mann. Ergebnisse: Leistungsschwankungen liegen in einem akzeptablen Bereich. Die Maschine selbst arbeitet erwartungsgemäß weiter. Die Wetterfestigkeit der Plattformkomponenten hält sich recht gut. Die Pylonen sind jedoch ein zimperliches Trio. Die Aufrechterhaltung der Abstralwinkel erfordert eine regelmäßige Entfernung von Hindernissen. Der Garten ist einfach zu belebt für Präzisionsinstrumente. Oh, euklidischer Raum. Wankelmütige Herrin. Erinnerung, überprüfe die Vergrößerung, Zelldiagnose vor den Tagesende. Protokoll. Aha. So. Gali hat alle Analysen-Dinger aufgebraucht. Was? Ich kann nichts analysieren. Nein. Ich will auch was analysieren. So. Ich dachte, man kann das immer machen. Achso, wir müssen jetzt übrigens trinken und essen. Pilze zum Beispiel. Trinken ist ganz geil, Ara. Du bist ja hier neu. Warte mal, ich gucke mich mal kurz um. Es gibt nämlich hier an diesen Blütenblättern, beziehungsweise an den Grashalmen, gibt es manchmal so Wassertropfen. Die kannst du, guck mal hier. Da oben hast du einen Wassertropfen. Oder zwei sogar, siehst du? Gleich. Gott. Und wenn du da jetzt guckst, welcher Grashalm das hat, das ist ja der hier. Und du haust dagegen, kommt der runter. Und dann kannst du trinken. Jetzt kannst du trinken. Ah. I mean, this is probably what bottled water is. Cool. Also, wo ist der andere? Der andere ist hier. Also, da draufhauen. Genau. Lutsch. Jetzt kann ein anderer nehmen. Ja. So. Tastes good.
So. Ja, im Endeffekt decken wir jetzt hier die Karte auf, suchen uns einen schönen Platz zum Bauen und erleben eine schöne Story. Genau, welcher Dirian, wenn du auch noch nicht getrunken hast. Und so on. Hydration is the key to performance. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen Stuff sammeln. Alles klar? Pflanzen, Fasern und somit das Wichtigste hier in dem Spiel. Alles sehr schön oben. Dann schön, dass du kurz da warst. Hier liegt der Adirin. I'm not picky. Hier. Was reden wir? Achso. Diese Wassertop. Don't even need to boil it. Ich nehme gleich alles. Sammel die machen. Ah, hier wird das Sammlerherz wieder schön belebt. Ich will auf jeden Fall eine schöne Riesenbasis haben. Ich will endlich meinen Rüstungsraum haben. Was, Ameisen? Ja, und das ist eine Tic-Tac-Schachtel. Oh, Tic-Tac-Schachtel ist mit das Wichtigste. Später. Und ganz später ist es wieder nicht mehr wichtig. Ameisen. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich auch nicht. Was meinst du? Ich höre ganz viele Ameisen. Ich höre irgendwie... Wow, where are you headed, Ant? The same place it always goes. So. The same exact thing it'll do over and over again. So, ich hab da mal Ant equipped. Ja, toll, Adirion hat das Spiel durchgespielt. Hey, repetition is important. Oh, was ist das? Achso, übrigens, Fliegen kann man jetzt tamen, ne? You'll do well. Echt, ja? Ja, ja, die bringen dir jetzt Materialien ran. So kleine, tragbare. Joa, dann lass mal gemeinsam die Welt erkunden, wa? Ah, Firis hat entdeckt. Was habe ich entdeckt? Irgend so eine Sache. Oh, ich glaube, wir haben mal so einen scheiß Schlonkäfer gehabt. Alter, ich habe einfach brutal drauf eingeschlagen, Alter. Hab ihn. Immer so, alles. Sera, du bist ja hier Computerfachmann, oder nicht? Oh. Ja. Guck mal, was mit dem Gerät hier nicht stimmt. Untersuche die mysteriöse Maschine. Guck mal doch mal hier. Hier haben wir auf jeden Fall... Ah, hier ist ein Kondensator aufgeplatzt. Guck mal, hier ist der Deckel auf. Ich glaube, da hat ein Käfer reingeschissen. Dann machen wir doch einfach wieder zu. Ja, guck mal, wie verrostet das ist. Ich glaube, das kannst du wegschmeißen. Okay. Oh. Was war das? Ich weiß nicht, hast du was gedrückt? Nein. Aber ich hier oben. Was? Achso, hier der Knopf, oder was? Ja. Activate Target. Was ist das für Target? Können wir noch nicht. Guck mal. Oh ja, der ist kaputt. Hä, war das nicht eigentlich immer lila? Nein. Oder? Ja, weißt du, kann sein. Eigentlich schon. Das ist jetzt blau. Das ich fällt da drüben den Weg des Lasers frei. Wollen wir das machen? Kann man eigentlich auch im Inventar was herstellen? Ja, ne? Warte mal, hier erstmal das hier herstellen. C oder Tabulator? Kieselhammer. Oh nein. Okay, die Axt kann ich ja schon mal machen. Alter, mir fehlt ja noch alles. Mir fehlt ja noch alles. Ich hole mir jetzt auch erstmal Grundmetz hier. So. Oh Gott. So ein bisschen Klee. Da ist eine Biene. Ich bin eine Biene. Das ist nur eine Biene. Die sind schwierig, da würde ich aufpassen am Anfang. Wenn du die schräg anguckst, dann zeigt sie dir. Dann, ne, du weißt ja, ich bin eine Biene. Stäube dich. Genau das macht sie dann mit dir. Wollen wir dann jetzt schon gucken, so ein bisschen, wo wir die Nacht erstmal überleben? Weil ja, denk an die aggressiven Ameisen, die nachts kommen. Nee, die sind nicht aggressiv. Wir sind hier nicht bei Seven Days to Die. Ja, die sind aggressiv. Was für aggressiven Ameisen? Die sind eigentlich... Hey, die kommen doch immer nachts, die aggressiven. Nee. Die haben doch so rote Augen dann. Es gibt Arbeiterameisen. Es gibt Kriegerameisen, meinst du? Ja, die haben rote Augen. Und wenn die haben die rote Augen. Aber die findest du nur beim Dings. Nur beim Bauch direkt. Ja, das war, was Schnucki meint, ist, glaube ich, noch von damals ihren Bug oder sowas, dass die Ameisen einfach frei über die ganze Karte in Gruppen gelaufen sind. Und da waren halt auch Kriegerameisen mit dabei. Achso, ist jetzt nicht mehr, oder wie? Ne, wenn du jetzt Sachen von denen klaust, werden die aggressiv, aber alle. Oder wenn du ohne eine Ameisenrüstung in ihren Bau reingehst, genau. Werden die aggressiv. Achso. Ja, ne, aber auch bloß die Krieger. Ja, ja. Ich sammle Ara seine Sachen auf. Aber die Krieger kannst du ja mit der Ameisenrüstung täuschen.
Warte mal, wir müssen Schnucki töten, weil sie ihr Loot klaut. Oh Gott, das geht ja! Ich war das nicht. Ich war. Muss ich aber zurückkommen. 20 Fire, ne? Ich klemm fest. Sie trifft halt auch nicht. Echt nicht? Aua, aua! Doch jetzt. Hä? Wie schlecht hast du gerade geaimt? Warum bist du in Valorant so gut? Ich hab die Außenperspektive an. Valorant und Ground das sind zwei. Also ich war mit meinem Punkt auf dich drauf, da muss man das irgendwie anders. Ja, sehr gut. Joke it down, Pete. So. Down, Pete. Oh, da ist ein Mariechengeber. Das geht noch nicht. Ja, wollen wir. Ich glaube, wenn wir den jetzt probieren zu töten, sind wir. Wollen wir mal probieren? Mal gucken, wie stark der zu viert ist. Sera blockt und. Ich glaube nicht, ich habe keinen Bock zu sterben. Ja, im Endeffekt. Oh, hier liegt eine Diskette. Oh, was? Haben wir irgendwo eine Werkbank? Noch nicht. Noch nicht. Like Klein, like Kaminsky, like Schmechter, like all of like Schmechter. I am here in the backyard. Down in the backyard. I mean, I am speaking to you from the backyard. I am tiny. Okay. I should gather my thoughts. This is a momentous occasion. Wendell Tolley official log 89.08.05. Alle schon halb tot hier. Oh. Sights are unbelievable. The textures, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me, the grass. Even common lawn grass looks. Ich muss nur kurz einen Grashalm aufsammeln. Ja, ja. Du hast nicht zufällig Schlongos getötet. Nein. So, A hat eine Base bereits gebaut. Was? Hey, a common example of the ja, machen wir gleich. Dann lassen wir zu dem Laserstrahl gehen, oder? Weil von da aus oben können wir gucken, da haben wir einen schönen Ausblick. Das ist auch zufällig Teil der Quest. Ja, deswegen. Okay. Wo müssen wir hin? Hier zum Laserstrahl. Gerät? Einfach zu mir. Adrian probiert hier schon wieder seine meisterlichen Akrobatikkünste zur Schau zu stellen. So, dann gucken wir doch mal. Wo ist denn jetzt? Da ist er. Nur weil du immer die Kleeblätter nicht hochkommst, oder was? Was soll denn das schon wieder heißen? Kriegt das genauso gut hin wie du. Also gar nicht. Wo ist der Laser eigentlich? Ich hab den bei mir. Hä, ihr seht doch meinen Namen. Ich will deinen Namen nicht ansehen. Doch. Ah, mein Wassertropfen. So, wer will zuerst vor? Hä, waren hier nicht früher immer diese ekelhaften pinken Viecher, die die ganze Zeit genervt haben? Okay, Schnucki geht vor. Aber es... Oh nein! Ihr wisst, dass das noch in die Höhle reingeht, ne, um den zu reparieren. Ach, stimmt. Ja, hä, warum willst du hoch, Schnucki? Hä? Ja, dann sag das doch. Ja, hä, du bist da hochgegangen. Ja, Inna, es wird dunkel. Oh nein, ich sehe nichts. Da will ich auch rein. Lootet der nichts? Ja, ich will hier nicht rein, Leute. Warum? Es ist zu dunkel. Das ist ganz viel Stuff. Oh Gott, Hilfe! Was ist hier los? Ich schlag einfach ins Dunkle. Ich glaube, ich habe einen. Hinter dir! Aua! Hinter wem? Hilfe! Ich loote! Ich sterbe! Nicht sterben! Verbot. Wo ist er denn? Mensch! Warte mal. Hab ihn. Alles gut, hör auf zu schlagen! Schlag weiter! Wie heile ich mich? Wir haben keine Verbände Scheiße, dabei. Scheiße, es geht gar. Oh, ich habe irgendwo hingeschlagen. Alle noch am Leben? Okay. Heilen tust du dich. Ja, du brauchst Verbände. Ja, einen konnte ich herstellen. Achso, dann hast du Zap gesammelt. Stelle eine Fackel hin. Warum? Okay. Stell einen Faserverband her. Ja gut, dafür brauchen wir... Ah, nee, doch. Wollen wir nicht reingehen, wenn wir eine Fackel haben? Ja, na hier... Oh, Ara hat eine Fackel! Ja! Ara! Ara! Das Licht ist da. Gandalf der Weiße hier. Oha. Ist das... Das ist doch niemals gut, sowas kann... Oh, hier, alles mitnehmen, Leute, alles mitnehmen. Das ist sehr wichtig. Brauchen wir alles.
Ende. Es gibt jetzt robusten Quarzit. Nein, robust. Ja. Den so können wir wie deine Oberarme. Ja. Robust, aber leider bereits zerbrochen. So, geht es jetzt wieder raus, oder was? Ja, können wir machen. Ich glaube, hier haben wir, glaube ich, nichts mehr. Und falls doch, kommen wir irgendwann nochmal her. Ja, scheiße, jetzt dachte ich eigentlich, dass wir da hochkommen, damit wir so ein bisschen sehen können, wo wir bauen wollen. Können wir doch, oder können nicht? Können wir doch. Ja, großartig hochkommen wir nicht, oder? Wow. Wow. Der Erste, der es schafft, kriegt 100 Euro. Nein. Ich bin gleich oben. Ja. So, ich bin am Ende des Kabels. Weiter geht's nicht. Hab keine Ausdauer mehr für sowas. Ja, hier ist ja cool. Das Spiel ist so schön. Sag ich doch. Oder Ara, was ist deine Meinung? Ist es bei euch in der Ferne auch so unscharf? Ja. Ja, das ist normal. Das ist vom Spiel gewollt. Es ist schön. Das gewollt ist, ist es schön. lass da oben auf dem was Stein bauen. Was ist dir so, Sarah? Wie? Du fällst bei mir die ganze Zeit. Ah. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Auf welchem Stein? Es war Spaß da direkt hier beim Haus da. Ja, lass doch mal gucken, ob wir bei der Bank bauen können. Oh, da müssen wir aber an Mücken vorbei. Ich glaube, da sterben alle gleichzeitig. Und aber das Problem, was aber bei der... cooler, oder? Das schlimmere Problem, was ich bei der Bank sehe, sind die Bienen. Ja, die Bienen sind doch nicht aggro, wenn du nichts machst, oder? Wenn du die nicht kommst, ergreifen die dich an. Ich meine, wir können ja mal hingucken. Wir müssen halt nur wirklich aufpassen, wenn wir eine Mücke triggern, sind wir tot. Thank you.